Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um Quantenphysik, sich gesund denken, Unsterblichkeit und spukhafte Fernwirkung. Elementare Fragen des Lebens, wie Maja findet. Wenn ihr auch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns. Wollt ihr eure Fellnasen in einer Folge sehen, dann mailt uns die Clips mit eurem Namen und dem oder den Namen eurer Fellnasen. Zum Schluss gibt es wieder unser Rätsel. Und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Dr. Froböse verglich in seinem Vortrag über Quantenphysik und Unsterblichkeit das Leben mit einem Eisberg im Meer. Das Wasser im Meer verdunstet, regnet über Grönland ab, gefriert und wird zum Gletscher. Dieser kalbt und es entsteht ein Eisberg. Das ist unser Leben. Und während der Eisberg im Meer schwimmt und immer weiter schmilzt, also altert, gibt er seine Informationen an das Wasser ab. Das Meer ist die uns umgebende und durchdringende Wirklichkeit, unsere Welt, das Universum. Nach dem Tod ist diese Information nicht verloren. Sie steckt im Wasser des Ozeans, also im Universum. Das Wasser verdunstet, regnet ab, gefriert und wird wieder zum Gletscher. Insofern ist das, was uns ausmacht, unser Wesen, die Seele, nicht verloren. Ist das Unsterblichkeit? Alle Teilchen des Universums sind miteinander verschränkt. So zumindest lautet ein grob zusammengefasster Erklärungsversuch des spukhaften EPR-Phänomens, also der Wechselwirkung von Teilchen über Raum und Zeit hinweg. Benannt nach den Wissenschaftlern Albert Einstein, Boris Podolsky und Nathan Rosen. Auch Einstein-Podolsky-Rosenbrücke nach Dr. Froböse. Seit dem Urknall sind demnach alle Teilchen miteinander verschränkt, so die These. Was einem Teil widerfährt, weiß im selben Moment das andere mit ihm verschränkte Teilchen, egal wie weit es im Universum voneinander entfernt ist. So berechneten das zumindest die drei Wissenschaftler. Das würde ja die Lichtgeschwindigkeit übersteigen. Geht denn das? Nichts ist schneller als das Licht. Doch, die Wechselwirkung. Das Ganze wurde im Experiment am CERN 2008 durch Professor Nicolas Gysin von der Universität Genf nachgewiesen. Seinem Experiment zufolge findet die Wechselwirkung mit mindestens 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit statt. Das war die Messgrenze. Die Schlussfolgerung ist, dass keine Information übertragen wurde, sondern eine direkte und zeitgleiche Wechselwirkung stattfand. Wem das bekannt vorkommt, hat recht. Es erinnert an die morphischen Felder nach Sheldrake aus Teil 44. Der Geist, das morphische Feld, verschränkte Quantenteilchen, ein höheres System, wechselwirken also. Diese Vorgänge beeinflussen Materie, also die physische Welt. Können wir untereinander wechselwirken? Kann der Geist, also unser Bewusstsein, auch unsere Gesundheit oder gar unsere DNA direkt beeinflussen? Das Bewusstsein funktioniert quantenmechanisch bzw. wird durch die Quantenmechanik beeinflusst. Zu diesem Schluss kommen Stephanie Tuss, April First und Amanda L. Byrne in ihrem 2013 unter modernen Messbedingungen wiederholten Libet-Experiment. Darin geht es grob gesagt um die zeitliche Differenz zwischen einer bewussten Entscheidung zu einer Handlung und der daraus folgenden Handlung selbst. Ich denke, meine Tatze müsste sich bewegen und dann tut sie es irgendwann auch. Genau, Maja. Nun wurde das Experiment mit allerlei Hightech im Labor wiederholt. Versuchspersonen in einem Hightech-Magnetresonanztomographen und die Experimentatoren in einem Nebenraum. Unerwarteterweise konnten starke Verkürzungen zwischen der Entscheidung, der Nervenimpulse und der tatsächlichen Handlung festgestellt werden, sofern ein Experimentator die Versuchsperson und im Speziellen die Messtechnik beobachtete. Wurden die Versuchspersonen nicht während des Experiments beobachtet, verliefen die Messungen erwartungsgemäß.
Die Versuchspersonen berichteten sogar, das Gefühl gehabt zu haben, die Entscheidung für eine Bewegung nicht bewusst selbst getroffen zu haben, sofern ein Experimentator auf die Messmonitore schaute. Mit einer solchen Beobachtung hatte niemand auch nur im Entferntesten gerechnet. Dadurch, dass die Anwesenheit eines Beobachters die Messung beeinflusste, lässt demnach Schrödingers Katze Wirklichkeit werden, so Quantenphysiker Anton Spaltinger zum Ergebnis. Das Bewusstsein hat also einen Einfluss über quantenmechanische Vorgänge auf das Bewusstsein anderer. Beeinflusst es auch die physische Welt oder gar meine eigene Gesundheit? Kann ich mich gesund denken? Am Institute of Heart Math in Boulder Creek, Kalifornien, wurde 2003 von Roland McCarthy, Mike Atkinson und Dana Tomasino ein Experiment durchgeführt, welches die Grundannahmen stützt. Es wurde menschliche DNA in 28 Behältern an 28 Forscher verteilt. Diese Forscher trainierten starke positive als auch negative Gefühle auf das Glas mit der DNA zu fokussieren. Die DNA verkürzte sich bei negativen Gefühlen, sie schaltete auch Sequenzen ab. Wurden dagegen positive Emotionen angewendet, so streckte sich die DNA und es wurden verschiedene Sequenzen aktiviert. Zum einen ist es also möglich, per positiver Gefühle Einfluss auf die DNA zu nehmen. Und zum anderen wurde aus den Erkenntnissen eine Methode entwickelt, die als Herzkohärenz bezeichnet wird. Hierbei nimmt man sich eine kurze Auszeit vom Alltagsstress. Man richtet seine Aufmerksamkeit nach innen und stellt sich vor, mit dem Herzen zu atmen, Energie hineinzulassen. Eine ins Gedächtnis gerufene Situation lässt den Gestressten an Freude, Wertschätzung, Mitgefühl und Liebe denken und vertreibt so den Stress. Nun soll das Herz befragt werden, welche Reaktion in der stressigen Situation angebracht ist, und das Herz antwortet manchmal verblüffend einfach und bestätigt oft die eigene Intuition. Diese Methode und die Wirkungsweise werden nun bereits seit über 10 Jahren erforscht, unter anderem von der renommierten Stanford-Universität. Sie wird auch als Herzintelligenzmethode bezeichnet. Zum Beispiel wird diese Technik erfolgreich bei Motorola angewendet, was die Zufriedenheit der Mitarbeiter und den Spaß an der Arbeit deutlich steigerte und die Kommunikation im Unternehmen sichtlich verbesserte. Diese Techniken und ganzheitlichen Betrachtungen sind nicht neu, sondern in der heutigen technisierten Welt in Vergessenheit geraten. Wir kommen auch heutzutage nicht mehr so zur Ruhe, dass wir es von allein schaffen, auf unser Herz zu hören. Oder unserer bzw. der Intuition anderer, der Schwarmintelligenz, dem morphischen Feld zu folgen. So drückte sich auch Dr. Ernst Senkowski aus, der es durch instrumentelle Transkommunikation geschafft hat, mit dieser anderen Ebene Kontakt aufzunehmen. Aber das ist der Stoff für einen anderen mysteriösen Teil von Mayas Mysterien. Und das war es schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen, Tipps oder eine Geschichte zu Mayas Mysterien habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya den Spiegel. Schön, dass auch dieses Mal wieder Rätselfreunde dabei waren. Rätselt doch auch dieses Mal mit. Zwei Brüder wir sind, tragen Lasten, geschwind, den ganzen Tag herbe belastet. Wir tragen hinfort, an den weitesten Ort, doch leer wird am Abend gerastet. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über Patreon. Der Link ist in der Beschreibung. Danke an alle Unterstützer. Wenn ihr nichts mehr von Maya und Mokka verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eurem Maya-Abo einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.